Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, ihr würdet euch sicherlich sagen, wieso hat der jetzt da so ein Pflaster drauf? Nein, ich habe nicht die Nase gebrochen. Die Pflaster hat mir meine Frau mal besorgt, weil ich ja schwer Luft kriege und damit soll man auch angeblich nicht mehr schnarchen. Gut, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich berauschend mehr, besser Luft kriege, aber zumindest soll ich die Nacht nicht geschnarcht haben. Ja, da habe ich es auf jeden Fall erstmal noch dran gelassen. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ist vielleicht jetzt für euch ein bisschen lustig. Aber so bin ich nun mal halt, ne? Ich stelle mich auch als Depp vor die Kamera. Ja, heute soll es mal um DMR gehen. Und ja, ich habe auch mal ein DMR-Handfunksprechgerät bekommen. Allerdings konnte ich da als Nicht-Funkamateur wenig mit anfangen, da ich gesagt habe, okay, gebe ich wieder ab. Ja, aber jetzt habe ich mir andersrum wieder überlegt, denke, boah, war ich blöd. Wenn ich die Lizenz mal habe, dann hätte ich eins gehabt. Naja, gut, kann man sich ja immer noch wieder besorgen, wenn das überhaupt so interessant ist. Ja, auf jeden Fall kann man über Brandmeister Network auch QSOs mit hören. Und das wollt ihr euch gleich mal ein bisschen über die Bildschirmaufnahme zeigen. Ja, wenn dich das interessiert, bleibt dran nach dem Intro. Achtung, dieses Video enthält definitiv Aussagen, welche falsch, richtig, unvollständig oder halb wahr sein können. Bestimmte Farbkombinationen und/oder Schwarz-Weiß-Kontraste können Epilepsie, Übelkeit sowie das Bedürfnis hervorrufen, komische Sachen mit seinem Funkgerät zu machen oder auch nicht. Aber in keinem Fall bin ich für irgendwas davon haftbar zu machen. Ja, ich bin immer noch da, ein bisschen Pflaster auf der Nase. Und ja, wie gesagt, ich hatte ein Handfunksprechgerät gekriegt damals und ja, ich habe mir gedacht, okay, gucke ich mal. Ich wusste aber auch nicht, wie ich das programmieren sollte. Das war auch schon vorprogrammiert. Und ja, da ich ja kein Funkamateur bin, ja, habe ich mich dann doch entschlossen, das Gerät wieder abzugeben. Habe ich auch damals verkauft. Ja, ich musste ja auch noch hierfür was bezahlen, ne? Und dann konnte ich dem Jungen dann schon wieder Geld geben. Ja, auf jeden Fall wurde mir 2022, hatte mir der Detlef Zoll mir schon mal den Link geschickt. Aber da habe ich ja gerade hinten in der Küche angefangen mit meiner Retevis und meiner ersten Antenne, die ich selbst gebaut habe, auf dem Balkon. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, ob ich dann auch schon mein erstes Mobilgerät hatte. Auf jeden Fall hat er mir mal den Link geschickt, weil wir das Thema gerade hatten, digital. Und dass es ja nicht so sicher sei. Also, das hat er mir erzählt. Ne? Er war ja die ganze Zeit durchgehend am Funken. Ich habe ja, wie gesagt, Pause gemacht und längere Zeit nichts mehr mitbekommen. Ja, und dass es auch Funk mittlerweile in digital gibt. Gut, habe ich gehört bei der Polizei, Feuerwehr und so weiter, dass die das alles schon digital machen. Aber dass das so im Art Jedermann-Funk, also gibt es ja mittlerweile für Freenet auch, ne? Die normalen Freenet-Geräte haben 12 Kanäle, Quatsch, 6 Kanäle, 6 Kanäle. Und die digitalen Freenet-Geräte, die haben sogar 12 Kanäle. Ja, so kann es gehen. Die sind auf jeden Fall schon mal im Vorteil, weil sie 6 Kanäle mehr haben als die analogen. Auf jeden Fall hat er mir damals die Seite geschickt und ich habe mir die aber auch nicht so. Ich hatte ja an dem Tag mal so ein bisschen rumexperimentiert, habe mir die aber auch vergessen abzuspeichern und ja, dann ist er auch wieder in Vergessenheit geraten. Und vor ein paar Tagen habe ich mich mit einem Amateurfunker unterhalten. Kann sein, dass auch mal irgendwann ein Interview mit ihm gibt. Das haben wir auf jeden Fall vor. Ob es dazu kommt, kann ich natürlich nicht sagen. Und der hatte mir dann auch nochmal die Seite geschickt, weil wir da uns gerade über Digitalfunk unterhalten hatten. Ja, und damit will ich euch auch für mich jetzt schon mal mit auf die Reise nehmen. Ich schalte mal um auf die Bildschirmaufnahme. Bis gleich. So, ja, jetzt geht es wie gesagt um digitales Mobile Radio und ja, das ist ja quasi das digitale Verfahren. Da werden, so wie ich das mitbekommen habe, ja, wenn ich jetzt quasi rede, danach
geht das weg, dann wird mein Gerät, also mein Audiosignal, in ganz viele kleine Stücke, zerbröselt. Und am anderen Ende, bei dem Empfänger, mit dem ich mich unterhalte, da wird wieder alles zusammengebaut zu ja, ein Audiomodul, wenn man so will. Und dann hört er dann quasi das, was ich gesagt habe. Ja, so im Prinzip müsst ihr euch das vorstellen, so funktioniert hat. Und ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein analoges Gerät habt und auf der gleichen Frequenz sendet einer mit dem digitalen Gerät, dann müsste sich das ungefähr so anhören. Hier steht zwar bei LSB demoduliertes DMR-Tier 2-Signal, aber so ungefähr denke ich mal, wird das wohl sich anhören. Ja, und es sagen ja vielmehr einige sagen, das ist sicher, einige sagen wieder, es gibt nichts Sicheres. Dazu zähle ich mich auch mal zu. Ne? Ist genauso wie bei Premiere damals, wo es hieß, ja, mit dem Schlüssel. Das ist jetzt sicher, dann können jetzt keine mehr gucken und wie ratzfatz hatten sie die Entschlüsselung raus. Und dann konnte man doch wieder mehr oder weniger umsonst gucken. Ne? Ja, ich schalte mal um, beziehungsweise habe ich das nicht schon gemacht? Nee, da nicht. Da, so. Hier sind wir jetzt bei hose.brandmeister.network und hier sind alles verschiedene Kanäle, wo irgendeiner am Sprechen ist. Also ich meine, gut, sprechen nicht überall welche. Hier der zum Beispiel, der aus Belgien, der ist momentan wohl nur Standby. Da redet keiner, aber hier, wo ein rotes Männchen ist, da sind auf jeden Fall welche am Reden. Und ich würde sagen, ich klicke mal, da redet gerade keiner, schade. Mal gucken, auf jeden Fall irgendeinen deutschen Kanal, wo geredet wird. Haben wir jetzt keinen? Bin natürlich jetzt sehr klassisch, Doggy. Da. Oh, Player vergessen anzumachen. Ja. So, nochmal. Da. Ach. Nee. Das war falsch. Oh, das springt immer so schnell rum. Mann. So. Ja, das ist ein ähnliches Problem mit seinem Wohnmobil auch. Ja, man muss da aber dann den ganzen Schrank hinten auseinandernehmen, damit er dann da hinten rankam. Da haben die so einen blöden Knick da eingebaut, dass es da irgendwie so eine Rückschau gab oder sowas. Und dann ist das auch auseinandergeflutscht. Und dann war man auch irgendwo, ließ er das Wasser ab. Ne? Aber das ist irgendwie ja, so ein Konstruktionsfehler sein. Also bei manchen würde ich sagen, ist das recht unverständlich. Ja, warte mal. Mal gucken, wo können wir denn nochmal reinhören? Ja, blöd, dass die immer wieder so schnell wegspringen. Dann hat man gerade drauf geklingelt, dann ist das schon wieder was anderes. Celle Niedersachsen. Jetzt sendet da wieder keiner. Von zwei Seiten da so eine ganz kleine Schraube reingemacht, eben halt, damit das nicht mehr auseinanderrutschen kann. Ja, fast schon ordentlich gemacht, das passt schon, ne? Aber da wird man ja ganz komisch, wenn der Boden auf einmal weiß, wie er.
das ist richtig. Und ich meine, so alt ist unser Wohnmobil ja nun eigentlich schon fast 12 Jahre jetzt. Aber das ist ja eigentlich noch kein Alter. Und das will man ja dann auch alles erhalten. Ne? Und das habe ich dann, weiß ich, letztes vor 14 Tagen habe ich es gemacht. Ne? Vor 14 Tagen habe ich das mit einem Kollegen gemacht. Ja, von oben haben wir so ein Anunoppenblech da drauf gelegt. Und in der Löcher durch, wo die Stufen, oder wo diese elektrische Stufe dann, also sprich eben halt da, wo die Schrauben durchkommen. Ja, ich will jetzt nicht nur den Kanal hier mal anmachen. Deswegen mal eben gucken, ja, wo könnte man den nochmal so kurz reinhören. Ja, es ist wieder, wie gesagt, der klassische Vorführeffekt. Dann will man was zeigen und da sind kaum welche entweder online oder tut sich irgendwie gerade nichts. Ja, das Blöde ist, dass das alles so schnell wieder wegspringt. Da hat man gar keine richtige Gelegenheit, da drauf zu klicken. Bis man denjenigen gefunden hat und draufklicken will, ist er schon wieder weg. Wieder ganz woanders. Ach so, Player vergessen wieder anzumachen. Ja. Da tut sich nichts. Aber auch nicht. Da war eben DK1 Ajax auf dem Display. Ja, hallo Horst. Leider geht das nicht. Ich kann nichts hören. Liegt aber nicht an dir. Ich habe hier, ich muss noch Einstellungen verändern. DO5 Boxierer Delta Kilo 1 Alpha Juliet. Ja, mal gucken, wo könnte man sonst noch reinhören? Mal vielleicht in irgendwas Ausländisches. So den Player auf jeden Fall schon mal anmachen. Da wird auch gesehen. Ja, I kind of like that. Nordamerika. One of the things I kind of like to start doing is gardening. I remember that when I was younger, and I remember putting out things in jars like pickles come summertime, and I'm thinking that might be kind of a fun way to start living again. Of course, we have the doors open to summer. I'm going to be operating from a fire station here in the area here in Kentucky. So I'll meet you and be careful out there and stay. It's already 95, and I don't know what the humidity is on Iowa. So, all right, drive safe, and we'll. Oh Gott, das hört sich ja an wie ein Roboter. Ja, ich würde sagen, das reicht auch an Material, sonst wird das Video auch zu lang und euch wahrscheinlich zu langweilig. Ja, auf jeden Fall will ich den Link hier von hosebrandmeister.network auch mal in die Videobeschreibung tun. Und ja, da könnt ihr ja mal genauso wie ich auch mal reinlauschen und gucken, was sich da so tut. Ja, ich würde sagen, das war's dann. Und ich beende dann hier die Bildschirmaufnahme und komme dann wieder von meiner Seitenkamera. Bis gleich. So, ja. Jetzt habe ich euch ein bisschen was zeigen können. Klar, ich konnte jetzt nicht megamäßig viel dazu erzählen. Aber sicherlich hat der ein oder andere schon über Digitalfunk einiges gehört oder betreibt es sogar selber, ne? Vor allen Dingen ihr Funk-Amateure. Ja, werden mit Sicherheit viele sein, die digital benutzen. Und ja, wie gesagt, ihr könnt ja, wenn ich irgendwas falsch gesagt habe oder so, hier in die Kommentarfunktion benutzen. Und das dann richtig stellen. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video soweit gefallen hat. Und die es noch gar nicht kennen, dann habe ich ja zumindest was Neues erzählen können. Gut, ich würde sagen, ob ich nächste Mal wieder mit Pflaster erscheine, kann ich noch nicht sagen. Vielleicht schon. Wie gesagt, ich habe mich ja jetzt auch nicht dazu gescheut. Und ja, schauen wir mal. Ja, ich sage, bleibt gesund und sage bis zum nächsten Video. Ciao. Euer Jörg. Achtung, dieses Video enthält definitiv Aussagen, welche falsch, richtig, unvollständig oder halb wahr sein können. Bestimmte Farbkombinationen und/oder Schwarz-Weiß-Kontraste können Epilepsie, Übelkeit sowie das Bedürfnis hervorrufen, komische Sachen mit seinem Funkgerät zu machen oder auch nicht.
aber in keinen Fall bin ich für irgendwas davon haftbar zu machen.